Meine Damen und Herren, ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von diesem Sphere. Mein Name ist Yoshina und ich begrüße euch und fühlt euch wohl hier in diesem Video. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Beförderung zur Warenvermittlerin, meine Güte, Beförderung, Beförderung, Beförderung. Die letzte Folge hat mit einer Beförderung aufgehört und diese Folge beginnt mit einer Beförderung. Veronika wurde befördert und ist jetzt Warenvermittlerin. Sie verdient 10 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlos von insgesamt 28 Simoleons pro Stunde ergibt. Sie hat zudem den folgenden Bonus, 370, bisschen mehr Digicam. Und die Rechnung ist in den Dingsbums geflattert. Oh, ich bin ja im Baumenü. Geil! So startet man doch gerne in die neue Folge, oder? So startet man doch wirklich gerne. Hunger habe ich nie. Film. Siehst. Einfach nur wütend. Wütend, wütend, wütend. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, da bin ich wieder. Keine Ahnung, was da gerade mit der Cam los war. Wahrscheinlich bin ich gerade an den Adapter gekommen. Dann muss ich auf Arbeit sein. Was hast du denn schon wieder? Ach, ist schon wieder traurig, weil sie Regeln hat. Nur am Weinen. So, ich muss in 3 Stunden, deswegen stehen wir jetzt mal schnell auf. Essen schnell was. Gehen dann pullern und dann duschen. Klasse, was muss ich eigentlich als Schreibfähigkeit? Siste, meine Damen und Herren? Was habe ich euch gesagt? Schluss. Ja, nee, brauchst du nicht. Oh. So, mal gucken, ob wir jetzt konzentriert werden. Mitmachen. Selbstverständlich machen wir jetzt mit. Wir müssen heute 2 Patienten behandeln. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir sie behandeln müssen. Müssen wir mal gucken. Oh, es schneit. Abstrich bei einem Patienten. Nehmen 3 Patienten begrüßen und cool. Okay, so. Ach, die kenne ich schon wieder. Patienten untersuchen, Abstrich nehmen, wieso? Was wurde bereits eine Diagnose gemacht? Okay, soll ich das jetzt einfach mal machen? Patient geheilt, die Impfung von Selina Peters war erfolgreich und ihre Krankheit wurde geheilt. Hannah hat eine korrekte Diagnose gestellt, sodass die Topleistung ansteigt. Rucki zucki geht das hier. Guck mal, der hat... Oh, ach, wahrscheinlich, wenn er so ein rotes... Ey. Na gut, ist egal. Dann mache ich das mal bei dir. Abstrich nehmen. Wurde erfolgreich eine Gewebeprobe entnommen. Jetzt muss Hannah sie mit dem chemischen Analysegerät zum Datendiagnose... Ja. Jetzt muss ich noch Augen. Rochen. Ja, geht auf, aber wieso geht die nicht automatisch? Patient übergeben. Wie? Patient übergeben ist eigentlich immer ein Arzt oder so? Ich weiß es nicht. Nö. Egal, warte mal. Patientenprobe analysieren. Alle analysieren den Abstrich des Patienten an einem chemischen Analysegerät. Okay. Patient übergeben. Eine medizinische Tätigkeit erfordert den Austausch mit anderen Experten. Finde einen geeigneten Kollegen, um diese freundliche Sozialaktion durchzuführen und Wissen über die Pflege eines Patienten. Fleißig? Ja, und muss ich das jetzt mit jemandem vor ihm zu feuern?
Nö, was bist du für einer? Du bist doch Arzt. Kann ich dir das nicht geben? Oder bist du, weil du tot bist? Jenseitsbeförderung kennenlernen? Arbeit beschweren, über Frost beschweren, Schneesturm, Interesse, Kollege? Nö. Aber dir kann ich die Uni geben, oder? Kollegen. Veruda, Quofi, Förderung nach Gehalt, Dapi tiefgründige Unterhaltung, pro Frost. Uchima, Bö. Quafika Weiß nicht, was ich jetzt hier Avenue. falsch mache. Wissen nicht, wem ich es übergeben muss. Kotzt mich so an, dass ich nicht hier rankomme. Ich bin total bad heute unterwegs. Sackt ab, wenn man alle schon kennt. So. Ansehen. Naja, ist ja schön. Kannst du dort mal weggehen, bitte? Weil dann kann ich den nämlich heilen. Ja, bei dem habe ich ja schon Abstrich. Oh, ich begreife schon wieder. Ey, guck mal, was denn übergeben? Ah! Okay. Cent geheilt. Okay, alles klar. Schaff's war jetzt alles noch nicht so, aber. Keine Panik auf der Titanic, wir kriegen es hin. Das Problem ist bloß, wir haben gleich schon wieder Feierabend und hier steppt der Bär. So, Patient zur Untersuchungswegebringer. Guck mal, das klingt doch schon mal ganz gut. Na, komm mal her hier. Genau, sehr schön. So, jetzt kann ich dich da eigentlich auch wieder behandeln. Bisschen Abstrich nehmen. Ohren untersuchen. Augen untersuchen. Patient übergeben. Warte mal auf jetzt. Patient übergeben. Ja, warte mal, wir müssen jetzt hier länger bleiben, weil wir arbeiten hier wie der letzte Henker heute. Was? Warum steht das denn jetzt nicht schon wieder da? Ach, Manu. Kann ich dich herbeirufen, damit du mal von dort wegkommst? Ach, sehr schön. Kann ich nämlich. Oh, hier, da kann ich nämlich jetzt die Medi geben. Patient geheilt. Geil. Scheiße, jetzt müssen wir uns ein bisschen sputen. Strich nehmen. Das können wir nämlich Patient übergeben. Hanna hat heute gute Arbeit geleistet, sie kann es schaffen, das Krankenhaus ist in Ordnung. Okay, na gut, heute war es nicht ganz so prickelnd. Gebe ich zu, bin ich ehrlich. Oh, hallo. Kenn ich dich? Nö. Veronika ist auch heute at home. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, gehen wir auf Klo.
Und wollen wir es dann mal wagen, eine Party zu veranstalten? Oh ne, machen wir es lieber morgen. Morgen oder am Donnerstag, weil da habe ich frei. Was soll das denn? Duschen? Hört man das? Nee, ne, ich glaube eigentlich nie. Fürs Naja, du musst dich auch dementsprechend kleiden und du kannst. Ach, du hast keinen Bock, bist wieder am Gauzen. Nee, komm schon. Ja, also. Gut, ich hätte mir das jetzt mit dem Krankensein ein bisschen schlimmer vorgestellt. Aber. Im Großen und Ganzen ist es eigentlich doch ganz cool. So, warte mal, müssen wir schon jetzt hier wieder über Mode reden. Vertreten. Sehr schön. Dann können wir jetzt noch ein bisschen schreiben üben. Und du gehst schlafen. Läuft doch bei uns, würde ich sagen. Läuft eigentlich richtig, richtig gut. Oh, gut. Oh, guck mal, die hat ihre Menstruation nicht mehr. Das ist sehr schön. Aber dann sind sie nicht mehr so oft am Heulen. Es ist der Wahnsinn. Ob es wirklich solche Weiber gibt. Also ich kenne Leute, die haben wirklich höllische Schmerzen, wenn sie ihre Regel haben. Gott sei Dank, ich nie. Aber dass man dann wirklich so Stimmungsschwankungen hat, dass man früh heult und abends rastet man aus, kann ich mir nicht vorstellen. So. Ich muss wieder aufstehen. Ist das jetzt schon wieder neugierig auf Gruppen, wegen Nicht-Teilnahme an Gruppenveranstaltungen? Ja, ja, man kann ja Uni auf jeder Hochzeit tanzen. So, und ich muss gleich wieder auf Arbeit. Sehr schön. Schön. Schön überdenken. Und jetzt kannst du essen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Tu mal bitte jetzt hier nochmal. Wir müssen gleich auf Arbeit. Wir müssen jetzt schon auf Arbeit. Nein, wieso kann ich nicht mit? Ich wurde nicht gefragt, ob ich mitgehe. Oh Mann. Warte mal, wir müssen aber ganz schnell kurz was anderes erledigen. Das hier. Feiertag, ne, schön. Ich habe keinen Feiertag. Na gut, egal. Ach so, wir müssen ja aber eigentlich langsamer unsere Karriere, ey, unser Liebesleben ein bisschen anfechten hier.
Wo ist denn der nächste willige Boy? Ruckzucks geht Winter mehr. Wo geht man jetzt am besten hin? Gibt's denn was? Gibt's hier was? Ah, gibt's so ein Einkaufsparadies? Ach komm, gehen wir einfach mal hier hin. Wir streamen. Bei DWX Emporium. Ach komm, wir gehen einfach mal hier hin. Alleine. Alleine gehen wir jetzt mal shopping, denn heute ist Feiertag. Heute ist Feiertag. Aber ich bin halt die Inche Dumme, die racken muss. Naja, es ist halt nun mal in der Medizin. Da kann man hier drum herum. Sehr schön. Hallo. Oh, cool, hier kannst du ja richtig einkaufen. Kurven. Das ist aber so ein Sportcenter, oder? Hier ist aber auch keine Sauna. Ho, 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 Grasha. Guck mal, hallo, was bist du denn für einer? Ah, so, so. Brisham Wapita. Camus Dantrip. Zarf Somzo. Quink, quink, Abba. Ho, ho. Dabishi Slekum. Fibwini Dopsu. Da hinten die Flederzwiebel hin. Gnarlin Deroy. Bruna. Renoy Zox. Pakyoin Limla. Kibaya. Naba. Ich habe keine Kinder. Rockybos, Refsi. Narumu. Das war es nicht. Meine Augen sind gerade so. Ustisch, Aragaba, Sephoin. Vantarbel, Fimpy, Waxwin. Oh, ob das so schön geht. Na, 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 wo bist du denn hin? Willst ja gehen, oder? Ich will ja zur 12 Verabredung gehen. Können wir auch zu uns nach Hause jetzt gehen? Cool, wir können jetzt auch zu uns nach Hause gehen. Das ist natürlich richtig gönni. Das ist richtig geil. Mann, die Folge ist schon wieder gleich vorbei. Schachspiel mit Verabredung. Das ist ja... Das ist machbar. Fleißig arbeiten. Oh. 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 Was ist Oribia. Ubris. Gelna. So, mal gucken, ob wir erst einen Kuss erleben. Küssen haben wir uns ja eigentlich schon. Es schneit. Versuchen, Geld zu stehlen, ob das geht. Das geht? Oh, ich weiß es nicht. Wir gehen mal rein, junger Mann. Oh, lol. Guck mal, wie rot die ist. Venusa! Jonimba.
Pukenäuse. Brim Hischbach. Warte mal, wir müssen jetzt mal uns hier hinsetzen, junger Mann. Oh. Weil ich glaube, so kann ich dich massieren. Oh. Ach, schade. Was? Tetschemetschel. Tetschemetschel. Wollen wir bumsen? Natürlich, los geht's. Aufräumen. Ja, die Folgen gehen ein bisschen länger als sonst, ne? Weil. Outfit, Outfit ändern. Zack. Ich sag jetzt nicht ab. Warte mal, wir machen jetzt. Wir machen jetzt. Ach, ich habe jetzt. Es ist wieder Feiertag. Achso, nee, nee, nee. Ja, warte mal. Nee, nee, nee. Warte mal, wir müssen jetzt mal gucken. Ich mach mal kurz auf Stopp. Nee, dass schon wieder das Winterfest gleich vorbei ist. Irgendwo können wir da Geschenke kaufen. Guck mal, Geschenke kaufen. Tulpe? Achso, sie hat ja. Sie hat jetzt nicht. Oh. In der Geschenk geben? Tulpe. Oh, hier in voller Montur hat sie aber hier Hardcore. Tada. Tribna. Geschenk geben, Tulpe. So. Gucken, koche für den du auf Erdung gewählt und frisst mal rum. Jetzt drehen sie alle durch. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Dawi Prubara, Senek, Wabarani Zimze, Bayumi, Jospa Xine. Peppamoiser. Oh, Yamasone. Halklar Digi Kim. So, warte mal, du kannst es ja nicht. Naja, aber wir müssen ja nie. Wenn fehlt schon Frost vielleicht.
Dutch, das langt jetzt eigentlich ganz zu. Und du gehst jetzt erstmal auf Toilette, Klo. Vilni. Naja, aber ich muss sagen, das Winterfest war da eigentlich richtig der Hit. Überall Häkchen, du auch. Ah gut, die hat nur mit Winterstimmung teilen. Aber das ist ja jetzt nicht ganz so wild. Mal aufräumen, bitte. Oh, musst du immer raus? Haben wir hier keinen Mülleimer? Warte mal, wir kaufen mal schnell einen Mülleimer. Mülleimer, Nutloro, der Mülleimer. Genau, und jetzt können wir schlafen gehen. So, und 25 Minuten Folge, Hardcore-Bonus, Lego Mio, war erfolgreich, speichern. Gut, meine Damen und Herren, da würde ich sagen, das war wieder eine Folge von diesen vier. Die Bach-Family. Und bis jetzt ist es eigentlich richtig geil, muss ich sagen, ne? Weil wir haben jetzt auch mal zwei Karriere... Naja, wie soll ich sagen, zwei verschiedene Karrierenarten eingeschlagen. Einmal Arzt, einmal... Hier, was ist sie? Nee, sie ist Hilfskrankenschwester und sie ist aber Warenvermittlerin, ne? Also es ist eigentlich jetzt auch mal, wo man Schreibfähigkeit braucht, was wir sonst auch noch nie getan haben. Und wegen Outfits, Mode und ja, mal gucken, wie es läuft. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Und mal gucken, was in der nächsten Folge passiert. Vielleicht eine Beförderung, vielleicht der zweite Bettfreund. Mal gucken, ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall veranstalten wir auch eine Party. Und ja, mal gucken, was für eine Party. Ich habe da schon einen im Sinn, aber mal sehen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut. Tschüssi.